Moin Moin Seekraut-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekraut-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und ihr seid hier richtig, denn hier ist im Trockendock die Schiffsvorstellung. Und zwar stellen wir euch heute die USS Alaska vor. Ein Schiff, auf den die Community, auf das die Community schon ewig gewartet hat. Und jetzt ist es da und wir machen unsere ausführliche Vorstellung. Fangen wir direkt an mit der Geschichte. Und zwar wurde dieses Schiff am 17.06.1944 in Dienst gestellt. Insgesamt wurden von diesem Schiffstyp 6 Schiffe in Auftrag gegeben. Davon wurden 3 wirklich angefangen zu bauen und 2 wurden wirklich fertiggestellt. Das erste Schiff ist die USS Alaska und das zweite Schiff ist die USS Guam. Vielleicht irgendwann mal ein T-10-Schiff. Kleiner Smiley dahinter. Und die USS Hawaii, die wurde zu 84% damals fertiggestellt. Danach wurde sie direkt verkauft, gar nicht bis zu Ende ausgerüstet. Und ja, nachdem sie verkauft wurde, wurde sie dann auch gleich verschrottet. Als die USS Alaska fertig war, war der Zweite Weltkrieg quasi schon so gut wie vorbei. Und sie hatte dann nur noch besondere kleine Aufgaben bekommen. Denn die tatsächliche Verwendung dieses Schiffstyps, schwerer Schlachtkreuzer oder Schlachtkreuzer, ja, die fand eigentlich nicht mehr statt, weil man im Laufe des Zweiten Weltkriegs schon festgestellt hat, dass diese Zeit der starken Einzelschiffe eigentlich vorbei ist und diese durch Flugzeugträger abgelöst wurden, die Schlachtschiffe. Somit blieb der Alaska nur noch die Aufgabe der Sicherung der Flugzeugträger. Auch interessant, quasi ihre Ablösung, die sie dann sicherte. Und ja, der Beschuss von Landzielen, zum Beispiel bei Okinawa, wo sie dies durchführte. Relativ schnell war es dann mit der Dienstzeit auch vorbei. Sie wurde am 17.02.1947 außer Dienst gestellt. Ja, wenn man keine Verwendung mehr für dieses Schiff hat, dann ist das halt relativ zügig vorbei, die ganze Geschichte. Ja, und sie wurde dann am Ende verschrottet. Wie wurde jetzt oder wie wird jetzt die Alaska denn ins Game kommen oder ist im Game? Wir wollen hier das Schiff vergleichen und zwar mit der Kronstadt, die ja ein Schlachtkreuzer der Sowjetunion im Spiel ist. Und ja, fangen wir direkt an. Gleiche Tierstufe, gleiches Kaliber. Die Alaska hat 60.800 Trefferpunkte und 13% Torpedo-Schadensverringerung. Da macht die Kronstadt doch eine deutlich bessere Figur. Sie hat knapp 11.000 Trefferpunkte mehr, nicht ganz, und 34% Torpedoschadensverringerung. Das ist schon ein ganz ordentlicher Wert, muss man in dem Fall sagen. Die Panzerungsanordnung gucken wir uns hier direkt einmal an, denn da gibt es definitiv große Unterschiede. Während beim vorderen Bereich die Alaska besser ist, ist sie an der Seite in Summe eigentlich schlechter gepanzert, noch leichter gepanzert als die Kronstadt, aber dafür auf dem Deck wieder besser. Also da ist so ein bisschen ja, Händeschütteln sozusagen. Mal ist der eine besser, mal ist der andere. Ich versuche es jetzt hier mal so ein bisschen aufzurollen. Also wir haben hier vorne am Deck und an der Seite 27 mm Panzerung. Die Kronstadt ist dabei 25 mm. Hier an der Seite hat die Kronstadt 230 mm, da haben wir hier 2 Lagen, 229 und 178. Ganz wichtig und gerade wenn ihr die Alaska als Gegner habt und vielleicht nicht das allerstärkste Kaliber, dieser Gürtel hier beträgt nur 28 mm. Das ist also relativ einfach für HE-Granaten mit IFAE natürlich zu penetrieren und natürlich sowieso mit AP-Granaten ist es relativ einfach zu beschädigen. Dann haben wir hier halt auch im hinteren Bereich nochmal 27 mm und hier oben drauf, ich sagte eben schon, 36 mm. Die Kronstadt hat, wie gesagt, von vorne bis hinten hier oben drauf immer nur 25 mm. Also da ist die Kronstadt sogar ein bisschen weicher gebaut. Nur an der Seite ist die Alaska ein bisschen härter, denn wir werden es gleich sehen. Wenn wir uns jetzt hier die Zitadelle angucken, kommen da unter nur noch 26 mm und das ist wirklich sehr, sehr schwach, denn da ist selbst die Kronstadt besser mit, wenn ich mich recht entsinne, 80 bis 90 mm Zitadellen-Seitenpanzerung. Das sorgt für ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit, wenn auch nicht super viel. So, wenn wir 27 mm vorne sehen, dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier Overmatching-Probleme haben, denn Overmatchen wird uns im Spiel quasi alles an Schlachtschiffen, was so im Game auf dieser Tierstufe unterwegs ist.
außer 380 mm. Also ich sage jetzt einfach mal als Beispiel 406 mm, 420 mm, 457 und natürlich die Yamato, das Yamato-Kaliber 460 mm liegt einfach durch. Overmatching bedeutet, die Munition ignoriert beim Aufprall den Winkel, aus der es abgeschossen wird, das Projektil. Das heißt, es geht einfach durch und dann kommt es drauf an, ob das Kaliber eben hier noch durchkommt, nämlich frontal 260 mm in der Zitadelle quer ab. Wo ein bisschen einfacher ist, ist hier sichtlich bei den Kasematten, wenn das ganz weit oben durchdringt, da haben wir nur 21 mm und dann ist die Penetration schon quasi da. Und dann haben wir hinten auch nochmal die Zitadelle mit 460 mm quer ab. So, wenn wir gerade schon beim Panzerungsmodell sind, möchte ich euch natürlich mal so ein paar Richtwerte geben, wie leicht diese Panzerung zu durchdringen ist oder welche Schiffe für euch eine größere Gefahr darstellen. Damit kann man vom Prinzip sagen, also alle Schlachtschiffe, die auf euch breitseitig schießen können, sind für euch eine riesen potenzielle Gefahr. Jetzt müssen sie dann nur noch treffen und ja, danach habt ihr auf jeden Fall einen Zitadellentreffer mehr kassiert. Wie sieht es aber denn aus, wenn wir jetzt in Richtung schwere Kreuzer schauen? Ja, das ist ja vielleicht auch mal ganz wichtig. Die schweren Kreuzer sind Top-Ziele oder Kreuzer allgemein sind Top-Ziele für die Alaska. Und ich habe mir das hier mal rausgeschrieben. Das sind natürlich jetzt Laborbedingungen, die ich euch jetzt hier sage. Die Sau, 12,7 Kilometer ist die Reichweite, ab der die Sau für euch von der Seite her gefährlich wird. Bei der Hindenburg sind es 8,9 Kilometer, bei der Rhone sind es 8,9 Kilometer. Die Des Moines, die Salem, die Baltimore, die haben so ab 10,6 Kilometer genug Durchschlagskraft mit ihrer AP-Munition, um eben diese Seitenpanzerung hier komplett zu durchdringen und euch eine Zitadelle zu verpassen. Also ich gehe jetzt davon aus, von dem optimalsten Fall aus für euch als Kapitän der Alaska, dass die Munition hier auf dem Panzergürtel bei 229 auftrifft und dann hier runterfliegt, sodass sie wirklich halt 255 mm durchdringen muss. Sollte sie weiter unten einschlagen, ist es sogar noch leichter für die Schiffe und die können aus noch größerer Entfernung auf euch schießen. Prinzipiell kann man aber sagen, hier ist die Wasserlinie, das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier ist relativ gering, also ist auf jeden Fall mal geringer als hier oben. So. Das kann man jetzt zur Panzerung sagen. Ich denke, das war schon mal ganz eindrucksvoll, auch im Vergleich mit der Kronstadt, dass es da doch deutliche Unterschiede gibt in der Panzerung, muss man sagen. Kommen wir jetzt zur Artillerie. Denn da gleichen sich die Schiffe teilweise und teilweise ebenfalls wieder nicht. So, die beiden Schiffe haben drei Türme mit drei Rohren, 305 mm. Das ist eigentlich schon fast das gleiche, das einzige, was sie gleich haben. Denn die Alaska schießt 19 Kilometer weit, hat eine Nachladezeit von 20 Sekunden und eine 180-Grad-Kehre standardmäßig von 30 Sekunden. Während die Kronstadt 18,5 Kilometer weit schießt und die 180-Grad-Kehre dauert bei ihr 35,3 Sekunden. Und sie hat eine kürzere Reichweite, denn 800 Meter kürzer schießt sie mit 18,2 Kilometer. Dann kommen wir schon zur Streuung. Die Streuung bei der Alaska ist sehr, sehr angenehm. Wir haben bei der Alaska eine horizontale Streuung von 207 Meter und einen Sigma-Wert von 2,05. Das heißt, die Munition verteilt sich doch verhältnismäßig angenehm und das Schiff schießt sehr präzise. Das ist auch definitiv einer der größten Pluspunkte bei diesem Schiff. Es macht enorm viel Spaß, hier mit rumzuballern, auch wenn die Munition gar nicht so durchschlagskräftig ist wie die von der Kronstadt. Aber die Munition fliegt sehr versammelt und sehr orientiert zur Mitte, ist zumindest mein Eindruck. Manchmal gibt es so leichte Ausreißer, das ist aber meistens nur eine Salve und danach funktioniert es wieder super genau. Der Sigma-Wert bei der Kronstadt trägt auch 2,05. Ich habe mir das extra nochmal bestätigen lassen. 2,05 haben beide Schiffe. Und der Sigma-Wert, beziehungsweise die horizontale Streuung bei der Kronstadt sind 241 Meter, obwohl sie sogar kürzer schießt. Ne, also immer im Hinterkopf behalten, die Kronstadt schießt 18,2 Kilometer und streut da 241 Meter. Die Alaska schießt weiter und hat da eine Streuung von 207 Meter. Das heißt, da ist die Alaska definitiv das präzisere Schiff. Die AP-Granate bei der Alaska ist mit 8,5
8900 Trefferpunkten sogar im Alpha-Damage recht stark und hat einen Granatengewicht von 517 Kilo. Mündungsgeschwindigkeit beträgt hier 762 Meter pro Sekunde. Und das bedeutet, dass sie einen relativ großen Bogen schießt, denn die Kronstadt hat 9000 Alpha-Damage, 471 Kilogramm Munitionsgewicht, aber 900 Meter ist die Mündungsgeschwindigkeit der Granate. Das sind einfach mal fast 140 Meter die Sekunde schnellere Mündungsgeschwindigkeit. Und das sorgt eben auch dafür, ist Teil dessen, warum die Kronstadt sogar besser penetriert. Die Abprallwinkel sind auch sehr unterschiedlich. Die Alaska hat natürlich die amerikanischen Abprallwinkel. Von 0 bis 22,5 Grad gibt es immer Abpraller. Von 22,6 bis 30 Grad gibt es die Chance auf Abpraller. Da ist die Kronstadt definitiv ein Riesennachteil, denn die Abpraller sind da garantiert von 0 bis 30 Grad, ja, also 7,5 Grad mehr. Und die Chance auf Abpraller von dann quasi 30,1 auf bis 45 Grad, wo die Chance auf Abpraller bei der Kronstadt besteht. Um AP-Munition zu aktivieren, muss eine gewisse Anzahl an oder eine gewisse Stärke an Panzerung durchdrungen werden. Das sind in dem Fall 51 mm und die Zündverzögerung der AP-Munition beträgt Schlachtschiffniveau 0,033 Sekunden. Kommen wir noch ganz kurz zur HE. Die HE ist bei der Alaska sogar ein bisschen stärker als die von der Kronstadt. Wir haben hier 4300 Trefferpunkte mit 27% Brandwahrscheinlichkeit. Das entspricht ein Sechstel Penetration. Das heißt, wir sehen es hier, Durchschlagskraft der Sprenggranate 50 mm. 808 Meter ist die Austrittsgeschwindigkeit aus dem Lauf. Und die Kronstadt hat 4200 Trefferpunkte, 24% Brennwahrscheinlichkeit und ein Sechstel Penetration ist quasi genau gleich. Wir haben da auch 50 mm Penetrationskraft. Aber die Austrittsgeschwindigkeit bei der Kronstadt ist wieder mal deutlich stärker mit 920 Meter die Sekunde. Das heißt, prinzipiell kann man sagen, die Kronstadt hat einen sehr direkten Schuss und die Alaska hat einen indirekten Schuss, also eher einen hohen Bogen. Das heißt, wenn ihr hinter Gebirgen oder Inseln steht, ist es leichter für die Alaska drüber zu schießen. Das kann die Kronstadt nicht. Aber wenn ihr offen fahren müsst oder offen fahrt, ist es mit der Kronstadt leichter vorzuhalten, weil man ein besseres Gefühl und eine kürzere Flugbahn hat. Also eine Sache. Spielen da eine Rolle. So, jetzt kommen wir noch zur Penetrationskraft der Geschütze. Ich habe jetzt hier, auch da ist natürlich Laborbedingungen, optimalerweise Auftritt, Aufschlag der AP-Munition auf eine vertikale Panzerung im 90-Grad-Winkel. Auf 18 Kilometer penetriert die Alaska 315 mm, bei der Kronstadt sind wir bei 421 mm. Bei 13 Kilometer sind es 377 mm zu 482 der Kronstadt. Bei 10 Kilometer liegt die Alaska bei 425 mm und die Kronstadt schon bei über 500, nämlich genau 526 mm. Und bei 5 Kilometer, das ist dann auch der letzte Wert, mit dem ich euch hier voll sülze, sozusagen. 5 Kilometer sind 520 mm Panzerung, wird die Alaska dadurch dringen. Und 610 mm durchdringt die Kronstadt auf 5 km Kampfentfernung. Also ihr merkt, die Penetrationskraft bei der Kronstadt ist einfach, wenn die Winkel stimmen, optimal. Also ist stärker auf jeden Fall. Der nächste Wert ist dann die Flugabwehr. Da kann man ganz klar sagen, ganz klares Plus ist hier bei der Alaska. Die hat hier einen Wert von 68. Die haben sie jetzt ja vor kurzem erst angepasst. Das hat jetzt wieder ein bisschen mehr Bedeutung, dieser Zahlenwert. Aber der Teufel liegt wie immer im Detail. Wir haben hier eine Kurzstreckenflugabwehr bis 1,5 Kilometer, 571 kontinuierlichen Damage. Dann haben wir Mittelstrecke. Da gibt es 10 Explosionen, also das sind halt die schwarzen Rauchwolken. Die schwarze Rauchwolke macht 980 Punkte und der kontinuierliche Schaden beträgt 489. Der mittlere Ring geht von 1,5 bis 3,5 Kilometer. Trefferwahrscheinlichkeit liegt 88%, ist also ganz, ganz ordentlich. Dann haben wir noch eine Langstreckenflugabwehr, wo es nochmal 5 Explosionen zusätzlich gibt und die machen dann richtig Aua. 1540 Damage-Punkte und 159 Schaden pro Sekunde in diesem Bereich. Ja, die Reichweite ist dann hier von 3,5 bis 5,8 angegeben. Ja, wie gesagt, die Kronstadt ist in allen Bereichen definitiv schlechter aufgestellt. Und hier, das sind die Standardzeiten, Sektor des Wechsels
also zum Wechsel des Sektors 10 Sekunden und Verstärkung des Sektors beträgt 25%. Also ihr kommt dann 125% auf der linken oder rechten Seite oder ihr macht eben 100 auf beide Seiten. Kommen wir zur Manövrierbarkeit. Die Manövrierbarkeit beträgt hier standardmäßig 33 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 850 Meter Wendekreis und eine ziemlich gute für einen Schlachtkreuzer, zumindest Ruderstellzeit, 13 Sekunden. Das ist bei der Kronstadt schlechter. Die Höchstgeschwindigkeit ist einen halben Knoten schneller. Der Wendekreis beträgt da 840 Meter bei der Kronstadt, aber 14,9 Sekunden ist da eben die Ruderstellzeit. Das heißt, die Kronstadt ist ein bisschen besser gepanzert, ist dafür aber auch ein Ticken träger und somit ist die Ruderstellzeit wieder ein Pluspunkt für die Alaska bei Schlachtkreuzern wohlgemerkt. Also kann man ja jetzt mit einem Zerstörer nicht vergleichen. Deswegen, für Schlachtkreuzer sind 13 Sekunden ganz angenehm. Dann kommen wir zur Verborgenheit, die hier standardmäßig bei 15,5 Kilometer zu Wasser ist und 9,7 zur Luft. Die gesicherte Erkennbarkeit, wenn ihr aus dem Nebel schießt, so rum meine ich das, 12,1 Kilometer. Ich sage es deswegen gesichert, weil dieser Wert lässt sich nicht verändern. Auch nicht mit dem Tarnungsmeister oder dem Tarnungsmodul. Das bleibt immer 12,1 und die sichere Erfassung, die kann man zwar verändern, aber nicht ihr selbst, sondern immer nur euer Gegner, in dem das entsprechende Modul ins Schiff eingebaut wird. Bei der Kronstadt haben wir 16,2 Kilometer zu Wasser, 10,4 zur Luft und 12,8, wenn ihr da aus dem Nebel schießt. Also in der Beziehung hat da auch wieder die Alaska die Nase vorn. So, kommen wir jetzt zu den Verbrauchsmaterialien. Ihr habt hier ein großes Repertoire an Verbrauchsmaterialien und vor allem eine sehr schöne Kombinationsfähigkeit, die es wirklich sehr, sehr schön angenehm macht. Und da fangen wir direkt an. Schadensbegrenzungsteam 1 und 2 habt ihr zur Verfügung. 90 Sekunden, 60 Sekunden Ladezeit. Ich würde euch sowieso immer die Premium-Verbrauchsmaterialien bei einem Premium-Schiff empfehlen. Ihr sichert damit ein längeres Überleben im Gefecht. Und das Geld, was ihr da mehr ausgebt, habt ihr immer wieder eigentlich mit reinverdient, kann man so sagen. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wart mit den Premium-Verbrauchsmaterialien. Die Wirkungsdauer, wie gesagt, beträgt 5 Sekunden. Dann gibt es halt unterschiedliche Ladezeiten. 1,5 oder 1 Minute. Und das Schadensbegrenzungsteam ist hier unbegrenzt. Wir haben ja demnächst ein paar mehr Schiffe im Spiel, die dann ein begrenztes Schadensbegrenzungsteam haben. Nämlich die russischen Schlachtschiffe werden alle begrenzte Schadensbegrenzungsteams haben. Und die Oktoberrevolution hat es ja bereits. Im zweiten Slot haben wir die Auswahl zwischen defensivem Flakfeuer oder hydroakustischer Suche. Auch da ist die Wirkungsdauer bei der defensiven Flakfeuer jeweils 40 Sekunden, 3 oder 4 Aufladungen. Ladezeit 120 beim Standardverbrauchsmaterial, also 2 Minuten. Und hier haben wir 80 Sekunden bei dem defensiven Flakfeuer 2. Es wird der Schaden pro Sekunde durch die Flugabwehr um 100% erhöht. Und wenn ihr, diese Explosionen sind auch nochmal doppelt so intensiv. Also ihr macht da doppelt so viel Schaden. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Wenn ihr viele Träger im Spiel erwartet, dann solltet ihr defensive Flakfeuer einsetzen. Außerdem ist es wahrscheinlich auch die bessere Wahl, weil ihr nicht ein typischer Zerstörerjäger seid und deswegen die hydroakustische Suche eigentlich nur zum defensiven Reagieren benutzt werden kann. Also wenn ihr zum Beispiel im Verband mit anderen Schlachtschiffen fahrt, ja, dann ist Hydroakustik einfach irgendwie vielleicht auch mal nicht schlecht. Das kommt so ein bisschen auf euch selbst drauf an, wie ihr euer Schiff dann einsetzt. Prinzipiell kann man sagen, dass die Flugabwehr schon nicht schlecht bei der Alaska ist. Jetzt fährt mir hier so ein Kran in die Kamera. Ja, von daher einfach eure Vorliebe auswählen. Hydroakustik hat hier die Standardwerte 3,5 Kilometer Torpedoortung, Ortung von Schiffen 5 Kilometer. Dann haben wir die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials jeweils 100 Sekunden. Und dann haben wir hier 3 Minuten respektive 2 Minuten Cooldown, 2 Ladungen respektive 3 Ladungen. Im dritten Slot gibt es das Überwachungsradar, was natürlich eine sehr große Stärke und der große Vorteil von Alaska ist. Ortung von Schiffen 10 Kilometer, Wirkungsdauer 35 Sekunden und auch da gibt es dann 2 und 3 Aufladungen. 180 Sekunden, 3 Minuten oder eben 2 Minuten für das Überwachungsradar 2. Dann gibt es die Jäger, die beide 60 Sekunden unterwegs sind. Ihr startet 4 Jäger, könnt also 4 Flugzeuge vom Himmel schießen. Das ist ja seit kurzem so, dass so viele Jäger, wie dann in der Luft sind, so viele Flugzeuge können auch abgeschossen werden. Mehr eben nicht. Ne? Ihr startet diese Jäger und dann werden 4 Schiffe runtergeschossen. Ja, 4 Flugzeuge runtergeschossen, nicht Schiffe. So, Ladezeit 135 respektive 90 Sekunden. Und 2 und 3 Aufladungen. Aufklärungsflugzeug
Verlängerung der Schussreichweite. Also da sind wir dann ja schon bei fast von 3,8 Kilometer mehr, sind 22,8 Kilometer müssen es sein, wenn es 20% sind. Ich benutze das eigentlich nicht. Ich komme mit der Zielvorrichtung da nicht klar aus diesem Winkel. Das muss ich eigentlich mal richtig intensiv üben. Deswegen habe ich das Auflösungsflugzeug nicht ausprobiert, muss ich ganz offen gestehen. Aber wer es möchte, der hat hier eben die Option und das ist doch das Schöne. Die Wirkungsdauer beträgt 100 Sekunden, Ladezeit 360 Sekunden und 240 Sekunden für das Premium-Verbrauchsmaterial 3 und 4 Aufladung. Und im vierten Slot haben wir dann die Reparaturmannschaft, die dann aber auch nicht veränderbar ist. Da haben wir Reparaturmannschaft 1 und 2. 28 Sekunden ist die Wirkungsdauer und die Ladezeit beträgt 120 respektive 80 Sekunden, 2 und 3 Aufladung. Standardmäßig macht die Reparaturmannschaft, also ohne verbesserte Flagge India Delta, 8512 Trefferpunkte stellt diese Reparaturmannschaft wieder her, also bei 304 Trefferpunkten pro Sekunde. Ne? Ist übrigens auch eine Standardreparaturmannschaft, also 0,5% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes werden da pro Sekunde wiederhergestellt. Man sollte hier natürlich sofort dann auch die Signalflagge einbauen und dann liegen wir bei über 10.000 Trefferpunkte, die potenziell wiederhergestellt werden können. Kommen wir kurz zu den Verbesserungen. Die Verbesserungen, die hier einzubauen sind, ist die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Ihr seid ein Artilleriechiff, ihr habt keine Torpedos oder sowas ähnliches oder irgendwie so, dass ihr besonders stark sekundär bewaffnet seid. Von daher, ihr müsst zusehen, dass ihr die Hauptbewaffnung schützt, denn das ist eure richtige Waffe. Und ohne die Hauptbewaffnungsmodifikation ist doch einigermaßen häufig zu erleben, dass die Hauptbewaffnung ausgeschaltet wird. Punkt Nummer 2 ist dann, ja, die Überwachungsradar-Modifikation ist hier das stärkste Modul, was unbedingt eingebaut werden sollte, wenn ihr denn das Überwachungsradar benutzt. Was ihr sicherlich tun werdet. Das ist sicherlich in 99% der Fälle so. Und das ist eure Lebensversicherung gegen Zerstörer. Beziehungsweise ihr helft eurem Team damit ungemein. Und jetzt mit den neuen Anzeigen, die ins Spiel integriert wurden, ist es ja auch nochmal nachvollziehbar für Team, ob ihr Radar benutzt oder eben nicht. Also kommt hier Überwachungsradar-Modifikation 1 rein. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr natürlich die hydroakustische Suche oder defensive Flakfeuer mit einbauen. Wenn ihr die alle nicht habt, dann ist meiner Meinung nach hier Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 eine ganz sinnvolle Geschichte, um noch weiter das Risiko des Brandes oder des Wassereinbruchs zu minimieren. Denn eins kann man schon mal sagen, das Schiff ist sehr anfällig für Brände. Es ist wirklich relativ schnell in Brand geschossen, ähnlich wie die Kronstadt. Da reicht eigentlich wenig Munition aus, bedeutet eigentlich eins, ihr müsst das Schiff entweder auf Flak oder Survive skillen, eigentlich Survive noch vor Flak, weil die Flak so schon gar nicht so schlecht ist, deswegen damit sichert ihr einfach eure Überlebensfähigkeit, die Brände ticken kürzer und die Wassereinbrüche auch noch, auch wenn die Wassereinbrüche jetzt nicht mehr die große Gefahr sind seit dem Update 081. Also die sind einfach nicht mehr so gefährlich wie früher. Dann gibt es den Slot 3 natürlich und da sind wir dann schon bei der Wahl. Entweder geht hier auf Flak oder geht auf Zielsystemmodifikation. Ich entscheide mich hier für die Zielsystemmodifikation. Ich möchte einfach noch ein bisschen genauer schießen können. Und dann haben wir eine horizontale Streuung von 193 Meter auf 19 Kilometer. Das ist schon richtig lecker. So, dann kommt Slot 4. Ich würde mich nicht für die Antriebs- und auch nicht für die Steuergetriebe-Modifikation aussprechen, sondern ich werde mich hier ganz klar für die schadensbegrenzte Systemmodifikation 2 aussprechen, die nochmal die Branddauer und die Flutungsdauer reduziert. Beziehungsweise ist ja hier das erste Modul in Verbindung mit den Flaggen und dem Kapitän nachher, werden wir da noch ein bisschen stärker werden in der Beziehung. Ja, wie gesagt, Steuergetriebe, Antriebsmodifikation spielt für mich gar keine Rolle. Ihr steht so gut wie nie. Ihr solltet immer unterwegs und flexibel sein und eher nicht so stark anfahren, also so, dass ihr halt irgendwie hinter Inseln steht und da rüber schießt und dann wer da weiterfahrt, das ist nicht die typische Rolle dieses Schiffs. Das kann man natürlich spielen, aber das ist nicht die typische Rolle. Und die Steuergetriebe-Modifikation sorgt eben dafür, dass ihr das Ruder schneller stellen könnt, ja, aber es verhindert eben auch, dass ihr kürzer brennt. Ja. Für mich ist dieses Modul hier definitiv das deutlich stärkere und das herausragendere bei diesem Schiff. Nächster Slot ist dann Slot 5, da kommt ganz klar die Tarnsystemmodifikation rein, die dann eben dafür sorgt, dass ihr kürzer zu sehen seid, also nicht so weit aufgeht und erhöht die Streuung der gegnerischen Granaten, die auf euer Schiff abgeschossen werden. Und in Slot 6 ist es ja dann schon, Hauptbewaffnungsmodifikation 3 natürlich, da verringern wir die Nachladezeit nämlich von 20 auf 17,6 Sekunden,
aber die Dauer der Drehzeit des Turms um 180 Grad wird verlängert von 30 auf 34,5. Das ist aber natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben ja noch einen Kapitän, den wir da benutzen können. So, nachdem wir hier die Module alle eingebaut haben, kommen wir dann zum Äußeren. Und zwar bekommt ihr eine Tarnung. Egal, ob ihr dieses Schiff für echtes Geld kauft im Store oder ob ihr die Free-XP benutzt, dann ist die Tarnung hier dabei. Und zwar Typ 10 der Alaska. Und die hat eben die Standardwerte minus 3% Erkennbarkeit, plus 4% der Streuung der Granaten. Schiffswartungskosten um 20% reduziert. Das ist der gleiche Wert wie bei der Kronstadt. Und die EP je Gefecht, die ihr verdient, um 100% erhöht. Und hier bauen wir die ganze Geschichte noch ein, damit wir dann auch die Werte bekommen. Und da kann man zum Schluss ja nochmal genau sehen, was da sich jetzt verbessert hat. So, dann kommen wir zu den Signalen. Welche sinnvollen Signale baut ihr hier ein? Fangen wir oben links an. Am sinnvollsten hier oben, November, Echo Setter 7, ist hier die Flak-Signalflagge. Flugzeugträger sind immer noch häufig unterwegs. Ihr müsst die nicht einbauen, das ist eher optional. Ich sage jetzt einfach mal wichtig, aber nicht hyper wichtig. Je nachdem, wie ihr die Lage gerade betrachtet, was gerade auf den Servern so los ist. Und dann hat man hier die Möglichkeit, eben noch die Brandwahrscheinlichkeit India X-Ray und Victor Lima mit einzubauen. Normalerweise schießt ihr mit der Alaska wahrscheinlich eher selten die HE-Granaten, da die AP-Granaten halt die sehr guten Abprallwinkel haben und somit auch aus Spitzenwinkel oft relativ gut penetrieren. Der hohe Bogen hilft der Alaska natürlich, weil sie dann halt sehr, sehr spitz aus, von oben auf das Deck des Gegners fallen. Und ja, ich muss schon sagen, frontal habe ich selbst weiter AP geschossen. Auf einer Missouri oder einer Alaska macht man damit immer wieder relativ regelmäßig Schaden, solange man eben mit die Aufbauten trifft und so weiter. Die Granate fliegt einfach gut durch. Das muss man einfach schon mal so festhalten. Es ist eine optionale Sache, hier noch die HE-Flaggen mitzuskillen. Dann geht es unten links weiter. Das ist eine ganz wichtige Flagge. November Foxtrot. Ihr habt viele Verbrauchsmaterialien, müsst die Ladezeit reduzieren. Und das sind hier schon mal 5%. Dann natürlich Sierra Mike. Ihr seid viel unterwegs, fahrt von links nach rechts auf der Karte möglicherweise. Oder müsst kiten oder was auch immer. Sierra Mike erhöht die Höchstgeschwindigkeit auf 34,6 Knoten. Dann die top, top, top wichtige Flagge India Delta. Ihr müsst eure Reparaturmannschaft verbessern. Da kommt ihr über 10.000 Trefferpunkte, die ihr pro Zyklus wiederherstellen könnt. Im Optimalfall wohlgemerkt. Dann möchte ich natürlich die Erholungszeit nach Wassereinbruch verringern, also dass es einfach nicht so lange dauert, bis der Wassereinbruch gestoppt ist, nämlich 20% kürzer, und die Branddauer natürlich bekämpfen, also das heißt, hier einen Bonus von 20% für die Brandbekämpfung bekommen. So, dann haben wir 8 Signale eingebaut. Wenn ihr Signale dabei gibt, auf die ihr verzichten könnt, dann ja, könnt ihr dafür ökonomische Signale benutzen. Und nun kommen wir dann zum Kapitän, den wir hier zuweisen werden. Wir haben hier einen tollen amerikanischen Kapitän, wenn der Client geladen ist, den wir darauf zuweisen wollen, nämlich den William F. Hazley Jr. Und das ist meine Skillung, die ich euch empfehlen würde, zumindest zu Beginn, und danach könnt ihr auch anfangen zu experimentieren. Wenn ihr nur einen 10er Kapitän habt, dann solltet ihr meiner Meinung nach wie folgt skillen. Vorrangiges Ziel, fangen wir oben an. Ihr seht, wie viele Schiffe euch aufgeschaltet haben. In der zweiten Reihe solltet ihr dann auf Adrenalinrausch gehen. Ihr verringert die Nachladezeit der Hauptgeschütze und aller anderen Bewaffnungen um entsprechende Prozentpunkte, um 0,2 Prozentpunkte pro einen verlorenen Trefferpunkt Prozent von eurem Rumpf. In Slot 3 solltet ihr meiner Meinung nach sofort die Grundlagen der Überlebensfähigkeit reinskillen, um weitere 15% bei der Brandbekämpfung und dem Wasserauspumpen zu gewinnen. Und dann solltet ihr euch überlegen, wollt ihr lieber den Brandschutz oder wollt ihr lieber den Tarnungsmeister? Das ist Philosophiefrage. Ich sage mir lieber der Tarnungsmeister, weil wenn ich nicht zu sehen bin, da hilft mir ja auch in anderen Sachen, dann kann ich halt auch schwerer brennen. Kann natürlich mit einem Blindshot oder mit ein bisschen Zufall sozusagen trotzdem angezündet werden, aber ich würde hier den Tarnungsmeister bevorzugen. Wenn ihr dann weitere Punkte zur Verfügung habt, würde ich auf jeden Fall den Brandschutz mitskillen oder halt den Tarnungsmeister, je nachdem, was ihr zuerst geskillt habt. Danach dann halt den Inspekteur. Ihr habt viel Verbrauchsmaterial und der Inspekteur hilft euch davon, nochmal eine Ladung mehr zu bekommen.
Und dann zu guter Letzt den Elite-Schützen, der hier die Turmdrehzeit dann wieder deutlich runterdrückt. Das liegt dann die Turmdrehzeit, die eben bei 34,5 war mit der Hauptbewaffnungsmodifikation 3, hatten wir die ja erhöht. Jetzt wieder bei 28,9 Sekunden, was euch eine ganz angenehme Flexibilität bei den Hauptgeschützen ermöglicht. Solltet ihr doch noch eine andere Skillung haben wollen und eventuell nicht auf Survive, sondern auf Flak skillen, dann sind natürlich hier die Schießgrundausbildung für euch wichtig, die verbesserte Schießausbildung für euch wichtig und natürlich das manuelle Feuern der Flakbewaffnung. Das hier würde ich vielleicht für den Inspekteur dann einbauen und das hier eventuell halt für den Brandschutz. Den Tarnungsmeister würde ich trotzdem drin behalten, ist meine persönliche Meinung. Ja, und wenn ihr hier noch das manuelle Feuern dazu nehmen wollt, dann müsst ihr ja sogar den Tarnungsmeister mit ausbauen. So, das ist eigentlich das, was man zum Kapitän sagen kann. Kommen wir ganz kurz zum Pro und Contra. Das Schiffchen hat meiner Meinung nach ein großes Pro in der Genauigkeit. Die ist einfach super, super toll. Dann gibt es als nächsten Punkt die Flexibilität. Ihr habt sehr, sehr viele Verbrauchsmaterialien, sehr, sehr viele verschiedene Kombinationen, die ihr da einsetzen könnt. Entschuldigung. Und seid somit ein sehr, sehr flexibles Schiff. Und könnt euch so ein bisschen anpassen an die aktuelle Serversituation. Sind sehr viel CVs unterwegs, lohnt sich vielleicht die Flak-Skillung. Und andernfalls sind viele DDs unterwegs, dann eher die Radar- oder Antizerstörer-Konfiguration. Dann habt ihr eine gute Basis-Flak schon. Das heißt, Flugzeuge werden euch eher sowieso von Hause aus schon meinen, weil die Alaska doch recht stark bewaffnet ist. Die Tarnung ist meiner Meinung nach super für einen Schlachtkreuzer mit 12,2 Kilometer. Auf der Tierstufe sucht seinesgleichen, meiner Meinung nach. Und die gute Beweglichkeit habe ich jetzt hier nochmal, wie gesagt, im Rahmen eines Schlachtkreuzers, habe ich jetzt hier mir auch nochmal aufgeschrieben. Ich hatte doch mal immer sehr, sehr angenehm überrascht, wie schnell das Ruder doch dann gestellt war. Und 13 Sekunden fühlt sich gar nicht so langsam an. Der Nachteil dieses Schiffs ist die Nachladezeit, ganz klar. Die beträgt hier standardmäßig 20 Sekunden, runtergeskillt dann 17,6, das kann aber die Kronstadt genauso und die kriegt dann eine kürzere Nachladezeit hin. Die AP-Durchschlagskraft ist der nächste Punkt, den ich hier ein bisschen bemängle, gerade im Vergleich mit der Kronstadt, ist die Durchschlagskraft an sich, also die Dicke der Panzerung, die durchschlagen ist, geringer. Sie profitiert nur davon, dass sie eben verbesserte Abprallwinkel hat. Das ist eigentlich kein richtiges Kontra. Das ist so, ja, man tauscht das eine gegen das andere. Dann haben wir die Branddauer. Das ist ein ganz großer Nachteil, denn die seit 8.01 ist das, glaube ich, integriert, dass alle Schlachtkreuzer, also Kronstadt, Stalingrad und auch die Alaska und die kommende Azuma 60 Sekunden lang brennen, also wie ein Schlachtschiff und nicht wie ein Kreuzer, denn die Kreuzer brennen eben deutlich kürzer und das ist ein Nachteil aus meiner Sicht, der hier erwähnt werden muss. Und dann hatte ich eben schon erwähnt, das Schiff ist allgemein leicht anzuzünden, ist mein persönlicher Eindruck, subjektiv, und deswegen ist das vielleicht auch mal so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, ist nicht ganz so optimal, das geht aber der Kronstadt ziemlich genauso. Und dann können wir noch zum persönlichen Fazit übergehen. Da kann ich ganz klar sagen, wenn ihr Bock auf amerikanische Kreuzer habt oder Schlachtkreuzer in dem Fall, dann solltet ihr diese Alaska euch auf jeden Fall in den Hafen holen. Sie macht eine Menge, Menge Spaß, auch wenn sie in manchen Punkten schwächer ist als andere Schiffe, das ist ganz klar. Aber das Ziel der Schiffsvorstellung ist es ja eben genau diese Unterschiede eben zu beleuchten. 1 Million Free XP ist das Schiff allemal wert. Auch wenn ihr diese Millionen Free XP nicht habt, könntet ihr euch ohne schlechtes Gewissen überlegen, das Geld im Store dafür auszugeben. Das T9-Schiff kostet ja aktuell um die 65 Euro. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das wollt oder nicht. Auf jeden Fall lohnt sich die Alaska. Wenn ihr die Kronstadt schon habt, ist die Alaska und ihr jetzt nicht besonders die amerikanischen Kreuzer, Schlachtkreuzer oder wie auch immer den amerikanischen Fahrstil mögt, ist die Alaska kein Pflichttitel mehr aus meiner Sicht. Da sie sehr, sehr ähnlich sind. Wie gesagt, die Unterschiede haben wir eben ja gerade schon beleuchtet. Aber ihr müsstet dieses Schiff nicht haben. Ja? Das ist so mein Fazit aus der ganzen Geschichte. Da sind sie dann doch sehr ähnlich, gerade weil der Sigma-Wert auch sehr, sehr ähnlich ist. So,
Und jetzt kann man eigentlich sagen, ich sage danke für eure Zeit, dass ihr die ganze Zeit hier zugeguckt habt, zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen bei eurer Kaufentscheidung oder eben Nicht-Kaufentscheidung. Egal, ob ihr die Free XP habt oder eben die Euronen in der Tasche, die ihr dann benutzen möchtet oder eben halt nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei wart und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr uns gerade erst kennengelernt habt und uns noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich natürlich auch sehr über einen Abonnement von euch freuen. Und natürlich Weiterempfehlungen und so weiter. Wir sind natürlich auch offen für Kritik. Sollte etwas geben, was euch an dem Video nicht gefallen hat, was man irgendwie verbessern sollte, dann schreibt es mir bitte konstruktiv unter dieses Video. Ich lese mir so gut wie alle Kommentare durch und bewerte dann, ob ich das verbessern möchte oder ob das für mich gar kein negativer Punkt ist. Das ist halt in der Demokratie so, ne? Auf freie Meinung. So, also, in dem Sinne, ich wünsche euch was, haut rein, bis zum nächsten Video hier auf dem Siegkrauts-Kanal. Euer Siegkrauts-Team und euer Maracha. Ciao, ciao.